Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Wie ihr seht, Zombie-Army-Trilogie oder wie ich es auch immer nenne, Nazi-Zombie-Army, aber ich glaube, das hieß auch mal so, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir, weil es ein Koop hat, den Onkel als Verstärkung geholt, der kennt das Spiel wohl, der kann uns da bestimmt mehr dazu sagen. Onkelchen? Jo, hallöchen, liebe Freunde. Und ja, du hattest recht, kann ich auch mal ganz kurz reinwerfen. Du hattest recht, das hieß, in der UK-Fassung heißt es Nazi-Zombie-Army. Aber für unseren deutschsprachigen Raum, so wie Österreich auch, ist es auf Zombie-Army-Trilogie. Wollte gerade fragen, weil du dir ja die AT-Version hast, ob da ist ja auch ungeschnitten, ob es da auch Nazi oder Zombie heißt. Das heißt nur Zombie-Army-Trilogie. Aber ich glaube, dass ich weiß, dass das so an der PC-Version so war. Also das ist, ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt Nazi-Zombie-Army-Trilogie auch in UK, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es kann auch sein, dass ich jetzt scheiße erzähle. Aber die PC-Version damals hieß Nazi-Zombie-Army und ist die denn schon so alt? Also, es gibt ja auch schon zwei Teile, ne? Und der dritte Teil ist halt hier mit enthalten, der noch gar nicht veröffentlicht wurde. Ich kenne das gar nicht, das Spiel, muss ich sagen. Ich habe. Das ist für ein Sniper Elite V2 damals, war das ein Add-on, sozusagen. Oder ein DLC nicht, oder mehr so eine Erweiterung halt, ne? Damals. So. Ist aufgebaut auf diesem V2 und kannst dir ausrechnen, wie lange das schon auf dem Markt war. Also es kam ungefähr ein halbes Jahr später. V2 rauskam, ein halbes Jahr, Vierteljahr, irgendwie so. Na, da bin ich mal gespannt, wie die Grafik ist, wie sie das jetzt bei der PS4 gemacht haben. Und die haben sie auch noch ein bisschen aufgemappt hier. Na, da bin ich mal gespannt. Haben sie schon gewuppt. Na, ich starte das schon mal. Du ladest mich ein wegen meiner Leitung? Ich oder soll ich dich einladen? Genau. Oder richtig, wie? Nö, ich lade dich ein, dann hast du freies Spiel. Und ist das jetzt so, bei dir auch irgendwie das erste Mal, dass du jetzt hier so ein, jetzt so einen richtigen Review komplett im Koop macht? Ist das bei dir sogar das erste Mal? Ich glaube ja. Nee, ja? Mit dir habe ich doch schon mal irgendwas eine komplette Review im Koop gemacht, oder? Nee, bloß immer extra Video. Achso, ja. Aber diese Review wird diesmal komplett Koop gemacht. Yay. Das stimmt, das ist ja sonst habe ich immer eine Review gemacht, also Gameplay-Review und danach nochmal eine Koop-Review. Das ist das erste Mal. Und mit wem mache ich's? Mit meinem Onkel. Odin, würdest du bitte nochmal, ich glaube, du kannst die Aufnahme ganz kurz mal anhalten. Jo. Weil du bist im falschen Account. Ich bin im falschen? Ja. Versuche dich gerade einzuladen und ich sehe dich nicht. Okay. Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz pausieren. So, und da bin ich auch wieder. Muss ich nochmal den Anfang. Ja, der Onkel ist auch mit bei. Ich habe mich mal umgeloggt vom Account hier war am falschen Account. Genau, und das möchte ich doch mal euch erklären, wieso, weil wir das Ding noch nicht sehen wollen und wieder zu unseren Original-Accounts nehmen wollen, sagen, einen jungfräulichen Account dann nehmen wollen dafür. Jo. Nee, ich hätte auch also ich habe dich jetzt... Ich hätte es ja auch löschen können, aber... Dich jetzt eingeladen? Ich habe auch angenommen eigentlich. So, Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, wir machen... Aber ich bin nicht... Doch, jetzt Lobbybeitritt. Jetzt kommt der Lobbybeitritt. Wir machen... Also, das ist cool. Man kann ja... Also man hat hier drei Schwierigkeitsgrad. Kadett, Meisterschütze, Sniper, Elite. Ich würde sagen, wir machen Kadett, weil... Leicht. Ich bin nicht der Shooter. Ja. Und man kann hier feindliche Aufstellungen machen sogar. Das wusste ich gar nicht. Und zwar Voreinstellungen für einen Spieler, für zwei Spieler, drei, vier. Also man kann das... wie soll ich sagen, Voreinstellung lasse ich mal lieber, weil dann kommen die Zombies dann, also ist es so eingestellt, wenn man jetzt zu zweit spielt, kommen halt mehr Zombies. Also man hat keine Vorteile im Koop rumzurennen, also es wird dann halt auch umso schwerer, umso mehr Mann, umso schwerer wird es. Ich könnte jetzt natürlich auch einstellen für einen Spieler, da kommen dann so viel Spawns von den Feinden wie für einen Spieler. Das ist ganz cool. Ist ja geil. Hast du jetzt verstanden, was ich meine? Ja, dass es dann halt schwerer wird.
Friendly Fire mache ich mal aus. Ich lese die ganze Zeit hier unten schwarz. Dabei heißt das Schwatz. Dort kann man schwatzen, dort kann man miteinander quatschen. Hier siehst du das auch, hast du hier auch unten, ne? Schwatz. Wo steht hier Schwatz? Hast du es nicht unten? Über Charakter auswählen. Charakter auswählen? Da steht, nee, ich habe nur Charakter auswählen und Freund einladen. Aber da oben drüber steht kein Schwatz. Ne. Da habe ich, hab ich hier so einen Chat, der sagt, sage. Da kann ich rinklicken. Ach, und da steht sage. Bei mir steht Schwatz. Bei dir steht sage. Ne, du hast die AT-Version. Ach, stimmt. Kann ich ja jetzt hier. Was vielleicht nochmal vielleicht für euch interessant sein würde. Was? Ich hab hier nicht geschrieben. Ja, was vielleicht für euch interessant sein würde, und zwar der Unterschied zwischen der AT-Version und der deutschen Version. First of all, die Hakenkreuze sind weg bei der deutschen Version, und zweitens gibt es eine Mission, Kill the Hitler. Diese ist in der deutschen Version auch nicht enthalten. Wie, bei dir sind auch die Hakenkreuze drin in der AT-Version? Bei mir sind die, ja, ja. Und es geht trotzdem kompatibel mit Deutsch. Mit den Deutschen. Das, also ja. Da muss ich sagen, da staune ich, weil ich weiß das von Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein von der PS3 und auch bei den Versionen für die PS2, da war die deutsche und die AT-Version. Die AT-Version war zwar von der Gewalt her nicht gecuttet, die deutsche war von der Gewalt her gecuttet und von den Hakenkreuzen und von bestimmten Sprüchen. Die AT-Version war von der Gewalt nicht gecuttet, aber die Hakenkreuze waren weg. Und in der UK-Version war alles ungeschnitten, richtig ungeschnitten. Und bei Sniper Elite war es, glaube ich, auch so, dass die deutsche und die AT-Version geschnittene Hakenkreuze hätten haben. Also das ist das erste Spiel AT, wo ich weiß, jetzt durch dich weiß, dass die Hakenkreuze drin sind. Normalerweise sind die nur in der UK-Version drin, meines Wissens nach. Nee, die sind hier mit dabei. Aha. Vielleicht sind die ja sogar bei dir auch. Ich weiß es nicht. Also die haben normalerweise stand da Hakenkreuze weg. Und ich kann mir vielleicht sogar mal vorstellen, dass die, weil viele Spiele tun ja einen Online-Modus sowieso schneiden, verallgemeinern sozusagen. Und ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass ich jetzt hier starte und die Hakenkreuze gar nicht mehr drin habe. Kann natürlich auch sein. Ist der Online-Modus. Das werden wir gleich feststellen. Ich kann auch mal für die Leute, die jetzt vielleicht wissen wollen oder einfach mal, warum Hakenkreuze bei uns weggeschnitten werden. Warum wisst ihr ja? Logischerweise, brauche ich nichts sagen. Aber viele fragen dann immer, aber ist doch ein Spiel, ist doch nicht real, ist doch nicht wie ein Nazi, der auf der Straße geht mit einer Hakenkreuzfahne, ist ein Spiel. Und ein Film ist das ja auch erlaubt. Ein Film ist es erlaubt, das hat auch was mit den Richtlinien in Deutschland zu tun, wo ich auch nicht ganz hintersteige. In Filmen und in Dokus. Filme und Dokus zählen zu Kunst. Spiele sind keine Kunst. Laut diesem Gesetz sind Spiele keine Kunst. Und dadurch dürfen die da nicht drin sein. Ist ganz kurz erklärt. Filme. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Film guckst, wo Hakenkreuze drin sind, dann gibt es mehrere Varianten, warum die Hakenkreuze drin bleiben dürfen und nicht weggeschnitten werden müssen. Einmal, weil es Kunst ist, einmal, weil es ein historischer Film ist. Und ja, du könntest auch vielleicht unten schon mal was machen hier und mal Charakter auswählen. Achso, genau. Dr. Ephraim Schweiger, kannst du ja dabei quatschen. Academic Researcher, former pacifist and skeptic. Die quatschen alle Englisch. Would rather be in a library. Ja, das ist Englisch. Avoided conscription was mir aufgefallen Ferber. Ist, dass vier Charaktere neu sind. Dr. Ephraim Schweiger. Und die vier Weiber müssen neu sein, die es da unten gibt. Red Army, Hermann Wolf. Wehrmacht, Hannah Schultz. Ich glaube, Freedom Fighter. Ich hab nie großartig, driven by ich hab das immer alleine gespielt, deswegen weiß ich das jetzt. Deswegen, ich doch mal lieber aus. All, Marie Chevalier. Ja, das ist halt so bei uns. So, du hast einen Russen und eine Russin. Einen Deutschen Wehrmacht, Hannah und eine Deutsche. Dr. Ephraim Schweiger, Academic Researcher. Former pacifist and skeptic. Ami, vorne, das sind die ersten sind Amis, die zweiten. Franzosen würde ich sagen. Laut Missionen sind Franzosen. Dann kommen Russen und hinten Deutsche. OSS Operative. Ich finde den Lukas und Dr. Karl Ferber. Ich
Red Army Veteran, den Deutschen Hermann Wolf. Mit der Narbe, der Wehrmacht sieht gut aus. Captain. Hermann Wolf. Okay, so. Hermann Wolf. Ja, ich bin jetzt immer gespannt, weil normalerweise im Singleplayer-Modus. Ich bin mal gespannt. Ich sag mal noch nichts. Genau. Ich mache bereit zum Kampf. Musst du Dreieck drücken? Dreieck habe ich. So, geht los. Naja, also ich kann jetzt schon mal voraus sagen, es ist ein verdammt schweres Spiel, muss man sagen. Also Nazi-Zombies walk the earth. You are one of the few remaining so, und das ist genau das, was ich gedacht habe. Achso, du kannst noch Waffen auswählen. You have arrived at an abandoned village. In Lee Enfield. To Berlin, ja, ich will hoping auch to find noch. A working vehicle. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Scharfschützengewehr. Ja, welches? Hier. Kann ich aber... Das sieht gut aus. Würde gerne... Dolpermine weg und lieber noch eine Stielgranate. Will den Scheiß auch weg haben. Oh, bist schon fertig? Oh, Zeit, der war eine Zeit. Achso. So, wir mal sehen. Ja. Oh, die Grafik sieht aber gut Mai aus. 1945. Also, ich habe das genau befürchtet. Und zwar fiel hier im Online-Modus, Koop-Modus komplett die Zwischenspinne. Normalerweise sieht man jetzt den Hitler. Ach, da warst du schon schneller. Zum Beispiel sieht man jetzt den Hitler, wie Hitler da eben aus, weil er eben kurz vor der Kapitulation muss da irgendwie Menschheit loslässt. Ich guck hier gerade noch. Oh, hier hängt ein Toter. Also ich muss sagen, grafisch, ja. Also grafisch sieht gut aus, muss ich sagen. Ganz gut aus. Aber ich denke mal, die haben diese... die haben diese Online-Sache, die auch schärft. Also ich bin das jetzt, ich hoffe, das ist gerade doof, denn ich hab, kannst du gleich noch durchführen, ne? Lange X drin. Ja, wollte ich gerade machen. Warte mal, kann ich das noch umstellen bei mir hier? Was willst du denn umstellen? Ionen. Ah, ja, gut. Bullet Camp Frequenz habe ich mal verstärkt gemacht. Wie hast du das hier verstärkt? Kannst du einstellen unter den Optionen. Start und dann Spiel. Dann kannst du das einstellen. Controller Layout, Optionen, Spiel. Also ich muss sagen, die Steuerung ist echt eingängig. Also so für, also echt geil. Mach mal Untertitel an. Reagiert sofort, ist schnell, ist flink. Oder mal da ich ja das schon auf PC gezockt habe, warte ich jetzt lieber hier an der Ecke mal auf dich und gehe mal noch nicht weiter. Zoom Level behalten. Ich mach mal Zoom Level behalten. Ich versuche gerade noch zu gucken, wie das hier mach mal, Luft ist. Oh scheiße, ich bin schon vorher rausgelaufen. Scheiße. Wie ist denn die Luft dann halt? Ich bin irgendwie kurz. So, ja, welchen Gas machst du denn, Digga? Ja, die werden noch irgendwie festgezogen. Oh, jetzt reicht's mal nicht. Oh. Wie kann ich eine Waffe wechseln? Hey. Ah, okay.
Alter, schreck dich nicht so. Okay, also ich muss sagen, die Steuerung ist echt klasse. Also ja, die ist leicht begeistert. Fluffig. Ich bin begeistert. Teilweise ist sie mir zu fluffig gerade. Habe ich noch ein bisschen zu tun gerade. Mir gefällt die sehr gut, weil du kannst richtig geil Headies machen. Ja, das habe ich auch gut hingekriegt. Geil. Hier gibt es hier irgendwelche geheimen Sachen. Oh, da ist die Waffe gewechselt. Das ist kacke, das will ich gar nicht. Kann ich gar nicht plündern. Also alle Zombies kann man nicht plündern. Ja, hab ich auch gerade gelernt. Oh, der ist raus. Cool. Okay, wir Friendly Fire hättest du natürlich jetzt verarscht gerade, muss ich sagen. Friendly Fire einwerfen. Ja, das haben wir aus, oder? Kann man das ein- oder ausschalten? Ja, oder ich würde, ja, ja. Würde dich gerne in meine Schusslinie einfach reinstellen. Kannst du so eine Hose. Ich hab den Vorteil, dass du ja in der Weile schon das Spiel schon kennst. Das kenn ich ja auch. Also ich sage, Habe ich jetzt nicht nach hinten geachtet. Da kamen sie überall her. Muss mir erstmal wieder in diese Zoom-Ding und so rein fuchsen. Ja, wo bist du? Nein. Genau, du bist an mir vorbeigerannt. Liegt da. Ah, jetzt. Ah, da steht doch da, dass ich geheilt werde. Doch. Ja, komm mal hinter dir hinterher. Ich bin noch nicht so weit vor. Ja, du bist schon richtig. Achso. Wie instinktiv also, richtig hier. Gute Sache. Ja, gibt halt hier auch versteckte Gegenstände. Ich habe zum Beispiel so Goldbahn eingesammelt und. Hier hoch. Das ist das? Oh, die fällt hier ab. Oh, das ist eine Handgranate. Also, das ist ein bisschen erschreckend. Der Sniper-Hüter war halt ein bisschen besser. Muss ich mir jetzt mal wieder dran gewöhnen. Ja. Was ist ein bisschen fehlt, ist die Bullet Cam. Warum ist denn keine Bullet Cam da? Vielleicht ist es wieder so wie bei Sniper Elite, dass es im Online-Modus nicht geht. Die gehen eigentlich auch. Aber ich will erstmal hier gucken. Hier rein kommt man nicht. Da kann man jetzt hier auch sehen. So, Kreis kann man sich hinlegen, okay. Ah, hier unten mit dem Steuer. Jetzt kann man Waffen wechseln. Ah, lange Dreieckpunkte wechselst du auf die Pistole. Ah, jetzt, okay, gut. Ich habe mir überlegt, eben, wie man das macht. Oh, guck mal hier, Onkel. Okay. Onkel, guck mal hier. Pass auf, guck mich mal an. Steuerkreuz da oben. Und Steuerkreuz da unten macht er das. Okay, okay. Oh, nicht schlecht. Ja. Hat der noch was? Ne, der hat nicht. Ja.
Jetzt habe ich hier noch eine Stichwunde. Ja, kannst du Rolle durchschieben. Oh, das ist eine kleine Schwimmanlage. Ich glaube, ich mache ja mal die Innenräume, denn ich glaube, du bist nicht so ein Schülerfried. Ich muss mir erstmal wieder dran gewöhnen, weil Snapper wieder bei der gut, aber... Die Innenräume sind immer so ein bisschen schwierig. Oh Gott. Kannst mit L1, kannst du... Ja, bei den Zombies ein bisschen, naja. Ah, ich wollte nur mal gucken, wie das aussieht hier mit Regen. Ja, das ist wie gesagt, das ist dann aufgebaut wie so, ja, Arena-Feld. Du musst dann erst so die ganzen Zombie-Horten durch. Ja, bin ich hier, bitte. Du musst halt immer erst durch die ganzen Horten dann durchkommen, bis man dann weiterkommt. Vorsicht! Hä? Was ist das? Dynamit. So, das kannst du von Weitem drauf schieben und dann macht es bumm. So. Dann kannst du das direkt aktivieren. Nee, ich hab drauf geschossen. Also. Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn? Was machen wir denn? Ach, da ist der Teil, ja. Ich bin unten. Also hier ist jetzt kein Pfeil, hier ist ja ein Pentagramm. Ja, bin ich schon. Das ist aber auch nicht. Kann man Kühlschrank aufmachen? Nö. Ah, okay, jetzt kommen wir so selten. Sowas kennt man, glaube ich, von Left 4 Dead. Wer Left 4 Dead hat, da gibt es auch diese tollen Räume hier. Oh, was ist denn hier? Hier hat er gerade angezeigt, konnte hier irgendwas machen. Da. Ah, ich hab jetzt eine andere Waffe, oder was? Ja, ja, ich finde es immer haufenweise Waffen. Na, lass mich die jetzt. Oh, was haben wir denn hier? Du, Muni wieder voll. Guck mal, hier auch gerade. Hier hinten hast du die Kanister, da kannst du Muni voll machen. Und alle drei Waffen. Oh. Gute Sache. Ja, das, solche Räume kennt man dann, glaube ich, von Left 4 Dead, zum Beispiel. Ja, genau. Wo man dann sich, jetzt ist so ein kleiner Ruheraum, wo man sich kurz entspannen kann. Ja, das tut auch mal. Wird dann später echt noch wichtig, solche Räume. Um da mal ein bisschen die Fingerkrämpfe rauszukriegen. Also wir sehen ja hier noch am Anfang, das ist ja. Ich guck gerade noch, was ich hier noch nachladen kann. MP4. Du schmeißt halt das andere weg, wenn du das aufnimmst, ne? Zum Beispiel deine Pistole hast du jetzt hier weggeschmissen. Ja, ne, ich will jetzt mal die anderen Waffen testen, ja. Habe ich gedacht. Ach so. Hm. Aber die Dynamit kriege ich nicht voll. Granaten habe ich voll. Ach hier. Feldmunition.
So, hier hast du Pistolenmunition, hier hast du MG-Munition und hier hast du Scharfschützenmunition. Ja, das habe ich alles mitgenommen. Ich habe gedacht, ich kriege die Dynamit noch voll. Warte, aber ich könnte dich ja wenigstens mal kurz noch nachladen. Ah, hier, heute gar nicht. Nee. Auf, hier. Du hast ja verschiedene Scharfschützengewehre und so Zeug. Aber warte mal, kann man hier auch... Was haben wir denn hier? Schrotflinte will ich nicht, nee, Schrotflinte nicht. Hätte gern... Hätten wir denn gern. Alle Waffen weg jetzt hier. Ja, die liegen ja hier auf dem Fußboden überall rum. Ich glaube, ich hab mir da ordentliche Waffe genommen, die ich immer im Dings hatte. Okay, wenn du bereit bist, dann... Bin bereit. Bom, 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 bom. Das ist gut. Sind die Geräusche geil. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass... Die stimmen Geräusche, die von dem von der Richtung sind. Ich sagen, wir haben es ganz schön einfach, aber... Da bin ich schon öfters mal verreckt damals. Hat mal cool so den Kopf abgefolgt.